Ja, das war jetzt okay. Tag 101. Das ist allerdings jetzt, ne, wenn, was das jetzt wieder gewesen wäre, wenn das eine höhere Stufe wäre. Das hätte ich wiederum keine Ahnung. Die gehen wir wieder nach oben. Ich kann einfach mal so ein Trupp hier unten lassen. Hier bleibt einfach auch mal so ein Trüppchen hier und dann so ein anderer Trupp. Hier kommt immer weiter nach oben, meinetwegen. So. Ruckel. Das ist ja jetzt einfach so ein Potpourri an Einheiten überall in alle Himmelsrichtungen verteilt habe. Das wäre vielleicht mal eine Idee, das wäre ein Ansatz. Damit ich nicht immer alle dann irgendwo hinziehen muss, sondern immer nur einen Teil davon. Kam echt hier nicht so wahnsinnig weit, ne? Ich meine, es ist weit genug. Mal so gesehen. Weit genug. Ich meine, das Spiel hatte gemerkt, dass mit den einfachen, billigen Zombies, dass da nicht viel zu reißen ist, ne? So als Herausforderung. Weil dann baut man einfach ein paar Schocktürme und dann sind die tot, ne? Es wäre schlimm, wenn das Spiel adaptiv auf die eigene Spielweise wäre. Dass wenn man viele Schocktürme baut, dass dann der Gegner nur noch starke, also nur noch einzelne starke Einheiten nutzt. Oder wenn man dann genau das Gegenteil tut, wenn man dann nur noch Sniper hat, meinetwegen, dass dann kommt eine Welle an ganz vielen kleinen, billigen Leuten, die in der Masse einfach sehr überwältigend sind. Das wäre natürlich fies. Ich habe den Fehler gemacht, in Echtzeit bauen zu wollen, verdammt. So. Ich habe keine Ahnung, wie gut das hier wird. Wir haben das schon mal. So, ich weiß nicht, was hier noch alles kommen wird. Das ist eher so die eigentliche Sache. Ich kann echt nichts mehr bauen gleich. Und hier ist. Nee, das ist eigentlich ein bisschen wenig. Gerade auf der Seite hier. Hier ist doch recht viel Zeug, was recht empfindlich ist. Das ist, gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. So. Haben wir das damit auch. Sehr gut. Ich möchte nur aufhalten. Nicht abwehren damit quasi. Hier kann auch noch was zwischen. Da. Ah, die Musik ist schön. Ich finde die Musik tatsächlich ziemlich cool hier. Wirkt halt maximal dramatisch. Aber ich meine, das ist die letzte Mission. Von daher, das darf ruhig maximal dramatisch sein. Das will ich auch manchmal alle maximal dramatisch. So. Ich baue da gerade die ganzen Felder voll hier, aber im Prinzip ist das egal. Wir haben genug Nahrung. Wenn ich da was verliere, ist mir das recht schnuppe. Ich habe relativ viele Tage Zeit jetzt, ne? Um was hier aufzubauen wieder. Das ist enorm. Heißt, ich kann nochmal so ein paar Gebäude versuchen. Na, wobei, ich hab echt quasi keinen Platz mehr. Das ist schon ein bisschen krass. Viel, viel, viel zu wenig Wohnplatz. Wobei ich halt ungefähr auch 80% diese ganzen Gegend mit Abwehranlagen vollgepatscht habe. Von daher man erkennt zumindest an welcher Stelle die ganzen Sachen da. Also was hier die Priorität hat. So. Ma. Nee. Ach Quatsch. Ich müsste quasi mehr Rückzugsorte und Wellen haben. Ich meine, hier sind überall Mauern zwischen, ne? Es ist überall Mauerei. Problem ist nur, dass wahrscheinlich die Soldaten, zumindest die Sniper, viel zu langsam sein werden, um entsprechend in die richtige Richtung dann zu rennen, wenn ich sie denn weghaben will. Wahrscheinlich ist eher das Problem. Und ich kann nur mal ein paar. Machen wir nochmal ein paar Soldaten. Nicht genug Ressourcen, weil ich keine Arbeit habe. Verdammt. Das heißt, ich kann halt nichts mehr bauen, tatsächlich. Also ich kann echt gar nichts mehr bauen. Das heißt, ich werde auch einfach mal ein paar Minuten vorspulen. Sehen wir uns an Tag 101. Bis gleich. So, da kommen sie von Süden anscheinend, wie es mir scheint. Hier anscheinend scheinen sie von Süden schön zu scheinen. So.
Ich habe noch ein paar mehr gemacht, ein paar Soldaten, nochmal eine Handvoll, einfach weil ich Geld gehabt habe. Ich habe tatsächlich noch ein paar Häuser aufwerten können, 30 Häuser sind noch größer geworden. Das heißt, ich habe sogar noch ein bisschen Geld bekommen. Beziehungsweise ich habe ein bisschen mehr Einnahmen jetzt gesteigert. Ich habe hier und da random noch ein bisschen was aufgebaut, ein bisschen Verteidigung dran gequatscht. Was man halt so macht, ne? Von daher habt ihr nichts verpasst. Und jetzt muss ich alle nach Süden schaufeln hier. Ich bin jetzt sehr gespannt, was kommt. Wahrscheinlich kommen da jetzt Giganten oder was sind das jetzt? Wir hatten die Mutanten da eben. Kommen da jetzt Giganten? Die werden jetzt auch nicht so wahnsinnig schwierig, ne? Und ich denke mal, danach kommt dann noch von allen Seiten Zeug. Gehe ich mal von aus. Das sind nochmal so richtig, was rund geht. Kommen sie da vor? Oh, kommen sie. Okay. Das kann ich mir halt auch sehr gut vorstellen, dass sie dann von allen Seiten dann nochmal ankommen werden. Dass man jetzt quasi schon mal sich vorbereitet, auf allen Seiten zu verteidigen. Nur dass er dann am Ende dann wirklich nochmal von allen Seiten kommen. Scheint mir doch so. Es sind Giganten, okay. Das dachte ich mir. Die werden ein bisschen mit, Kurzprozess mit der Mauer machen, ne? Ist halt ein bisschen blöd, dass ich jetzt meine Soldaten nicht so weit nach vorne ziehe hier. Ah komm, ich zieh die mal weiter nach vorne. Ne, die haben halt noch quasi nichts zu tun hier. Oh, da ruckelt's. Hey, Stimmung. Da kommen wir alle mit rüber. Ja, auch. Alles geht, ne? Ihr kommt auch mal alle noch mit darüber. Die machen die Dinge halt jetzt nicht wirklich ernsthaft dauerhaft kaputt. Ne? Von den Mauern aufbauen ist okay. Ja, ist okay. Das ist okay, das ist... Ja, das war ziemlich einfach. Ich habe halt echt deutlich größere Schwierigkeiten mit sowas wie den Harpien als mit den Typen hier. Das ist durchaus faszinierend. Aber weil es die Art ist quasi, die Art, wie der Gegner sich bewegt oder was er für Möglichkeiten hat. Hier ist halt einfach, hier... Na, der haut halt einfach dick drauf und dann ist gut. Weil die anderen springen halt einfach über die Mauern rüber, das ist der gemeine Teil dabei. Oder ätzen die Mauern halt weg. Das ist der tatsächlich fiese Teil. Der mir das Leben schwer macht. Das heißt, dass eine dreifache Schicht Mauer überhaupt nichts bringt, wenn die einfach drüber springen. So, hier ist es ein bisschen blöd, ne? Hier habe ich nicht wirklich Zugang zu. Da, wobei hier doch, hier kommen sie durch. Lassen wir da mal so ein kleines Stück. Kleinen Schnüppel an Soldaten. Hier kommen sie halt nicht hin. Das ist blöde eigentlich. Darum ja. Die bleiben mal hier. Bleiben auch mal meinetwegen hier. Ihr kommt. Da wahrscheinlich. Ja, irgendwo werden sie schon hinkommen. Dahin. Ah, sind ein bisschen viele hier. Sind echt ein bisschen viele. Das heißt, die kommen nochmal. Dahin meinetwegen. Ich muss sie noch irgendwie sinnvoll aufteilen hier. Ob das sinnvoll ist, jetzt weiß ich nicht, ne? Aber es ist zumindest aufgeteilt. Und ich habe jetzt wieder eine Menge Geld angespart. Das heißt, ich kann sogar noch mehr Verteidigung hier aufbauen. Sogar auch von unten hier. Repariert ist auch alles schon. Von daher, das ist relativ erschwinglich gewesen. Wenn nicht, dass ich jetzt freiwillig hier die ganzen Gebäude verlieren will. Teuer sind sie so oder so. Aber es war jetzt auch nicht furchtbar hier. Weil ich doch hier einige Gebäude auch verloren habe. Na, aber habe ich wirklich viele verloren? Nee, ne? Eigentlich nicht. So. Ich hau hier das Geld in großen Mengen raus. Meine Güte. Ah komm, das passt. So. Da ist immer noch ein Stück Mauer. Fehlend. So, hier kann ich auch noch ein paar mehr noch machen. Wobei, hier kann ich überhaupt nichts machen. Verdammt. Der Platz reicht nicht. Mist. So. Falls alles schief geht. Ich habe echt keine Ahnung, was das hier wird. Energie fehlt. Okay. Ich dachte, wir hätten da genug von. Ich hätte eigentlich noch mal ein paar Kraftwerke gebaut. Aber die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, ich denke mal, das passt hier von der Richtung her. Das kommt hin. Kann ich schnell reagieren zu allen Seiten. So, hier sind welche. Wow. Weil es echt nicht viele sind. Hier sind echt nicht viele, meine Güte. Hier sind doch gerade die größeren Schwierigkeiten.
Aber gut, dafür sind hier jetzt welche. Hier sind auch welche, meine Güte. Ja, es ist schon okay. Ich denke mal, das passt schon. Ich denke mal, wir haben ja schon einiges jetzt aufgebaut, einiges gemacht. Und wie gesagt, eigentlich wollte ich auch gar nicht so weit hoch verteidigen hier. Eigentlich wollte ich hier vorne direkt schon diese Engstellen nutzen hier, um das alles dicht zu machen. Jetzt ist es doch ausgeartet wieder, verdammt. Das ist total schlimm. Aber man will ja irgendwie expandieren, man will es ja irgendwie größer haben, man will ja mehr, ne? Wenn man sich denkt, okay, das könnte ein bisschen knapp werden, machen wir einfach noch mehr. Zumindest meine Vorgehensweise so. Deswegen mache ich das einfach nochmal so. Schadet nicht, von daher, warum nicht? Zack, zack. So, ich muss mal kurz pausieren, ob ich überhaupt bauen kann. So, ein Traum. Hier baue ich jetzt keine Türme rein, aber zumindest kann ich so länger quasi mich auf einen Angriff vorbereiten im Sinne von Soldaten schaufeln. Falls sie an der falschen Stelle stehen. Das ist ja echt der Vorteil, dass sie keine laufenden Kosten haben hier. Die Mauern. Und wenn jetzt Soldaten kommen, dann habe ich zumindest mehr Zeit zum Reagieren. Man hat ja gemerkt, ne, wie lange die Soldaten brauchen hier. Dass es halt doch eine ganze Weile ist. So, passt. Ist wunderschön geworden. Das ist ein Traum, das würde ich mir einrahmen und an die Wand hängen wollen. So wunderschön ist das geworden hier. Titel: Das letzte Gefecht. Gefühlt müsste ich hier zwischen hier diese Engstelle, ne? Müsste ich gefühlt einmal nochmal aufräumen. Dass man hier zumindest mal durch kann. Der arme Gebäude, verdammt. Wahrscheinlich war das gerade eine ganze Menge Geld, was hier drauf gegangen ist. Ich fürchte mal, ja. Wäre wahrscheinlich gar nicht mehr notwendig gewesen. Bauen wir neue Häuser, hey! So, die sind zumindest ein bisschen geordnet. Hier kann man jetzt durchlatschen. Es ist ein Traum. Ja, wahrscheinlich hätte ich einfach von Anfang an deutlich geordneter bauen müssen. Hätte wahrscheinlich eine ganze Menge geholfen. Vermute ich einfach mal. Aber das, na, ich habe halt nicht gedacht, dass es so ausartet hier. Wann rechnet man da schon mal mit? Es fehlt an Arbeitern. Oh, natürlich. Gut, weil ich die gerade weggerissen habe. Könnte ein Grund sein, stimmt. Oh. Ah, hier passt sogar noch ein Gebäude. Nice. Da ganz in der Mitte. Da, wo ich angefangen habe. Das ist ja schön. Hier habe ich extra was weggemacht, damit die da gut durchkommen. Ich lasse es auch so. Ja, wahrscheinlich hätte ich jetzt auch, wahrscheinlich könnte ich auch ein paar Gebäude jetzt schon mal wegreißen. Um irgendwelche Sachen zu optimieren, aber irgendwie habe ich da gerade begrenzt Böcke drauf. So. Ein Terräumchen. Das ist total sinnlos hier. Ich mache das trotzdem mal. So. Dann noch eine Mauer. Und hier habe ich halt echt viel zu wenig Mauern eigentlich. Und viel zu wenig Möglichkeiten im Nachhinein noch eine Mauer da reinzuziehen. Hier wäre auch nochmal schön eigentlich. Machen wir das mal kurz. Wenn es nur so eine kleine einzelne Mauer ist. Vielleicht hilft es ja. Vielleicht ist es die entscheidende. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es der entscheidende eine kleine Weg. Als ob hier das irgendwas aufhalten würde. So, Tag noch 110. Ich werde nochmal ein bisschen vorspulen. Bis gleich. Oh mein Gott, ein großer Schwarm kommt. Sie sind Millionen. Ja, da sind sie tatsächlich. Billionen. Also Milliarden. Ich habe Titanen mittlerweile, ne? Ich habe mir mal ein paar geholt hier. Da kommen sie tatsächlich von allen Seiten. Das ist die letzte Welle. Ey, wir haben die letzte Welle. Sie kommen von allen Seiten. Das heißt, die Soldaten stehen schon mal ganz gut vor Toilord. Ich muss echt mal gucken, wie ich die mir ein bisschen weiter nach vorne bekomme. Aber ich denke mal, das geht hier. So, die kommen ein bisschen nach vorne. Die kommen ein bisschen. Leider nicht hier rüber. Hier ist halt nichts. Aber ich kann hier noch ein paar mehr Sachen bauen.
Theoretisch. Ich habe ein paar Häuser noch auf dem Weg. Die hoffentlich besetzt werden. Ah, hier sind sie. Okay, ja, das geht. Da können sie nur nochmal nach unten hier. In den Zwischenbereich mal rein hier. Ja, ja. Wie mache ich das? Gefühlt würde ich die immer möglichst weit nach vorne schieben. Ah, es klappt leider nicht immer, ne? Dass es immer möglichst weit vorne und passend ist und sowas. Da noch zwei. Da meinetwegen noch einen. Dann noch einen. Ja, ich denke mal, ich habe mal die Hoffnung, dass es passt. Ich habe die Hoffnung. Ich weiß jetzt nämlich nicht, was jetzt für Leute kommen. Ich denke mal, es wird wieder ganz viel Kleinkram kommen jetzt. Und dann im Laufe der Zeit werden vielleicht ein paar größere sich dazu gesellen. Das kann ich mir vorstellen. Da oben ist gar nichts, ne? Kommt ihr das schnell hin? Nö. Natürlich kommen die nicht hin. Aber hier sind die Titans. Die ich strategisch noch an unsinnigen Stellen positionieren muss. Und ich habe davon mittlerweile 4 Stück. Die können aber schnell halt irgendwo hin, ne? Das ist der Vorteil. Ich habe jetzt 5 Stück davon. Das heißt, da kann ich dann gucken, wo wird es denn gebraucht, ne? Wo sollte ich denn hin? Da sind große, da sind kleine, da sind alle. Da sind ganz viele Harpien überall, verdammt. Das war sowas von alles ruckeln hier. Da kommen sie echt nochmal tatsächlich alle hier, das ist fancy. Ja, das hier oben wird blöd. Das wird sehr blöd. Da können die einzelnen Typen hier können auch nichts reißen. Das heißt, die Titanen können erstmal rüber. Ruckel. Oben werden sie eine Weile beschäftigt sein hier. Einfach nur mit dem Anknuspern der Mauer. Die werden auch beschäftigt. Ach so. Na gut, wenn nur die Großen jetzt im Vordergrund erstmal sind, dann ist ja okay. Die Harpien werden zumindest von den inneren Türmen weggesnackt. Das ist immer super. Die anderen werden von den anderen Viechern hier alle weggehauen. Okay. Oh, ich bin mal gespannt. Also wenn wirklich nur die Großen am Anfang kommen und die Rest nur Kleinkram ist, dann ist es voll in Ordnung. Der ganze Kleinkram ist mir egal. Da komme ich mit klar. Solange noch irgendwie was steht hier. Hier ist der ganze Kleinkram schon weg, ne? Also der Großkram ist schon mal weg. Ah, hier vorne ist ein bisschen blöd. Aber gut, hier ist auch ganz... Hier kommen sie nicht durch, ja. Ja, wenn der Großkram beseitigt ist, dann passt das. Ich habe jetzt die Türme auch nicht speziell eingestellt, ne? Dass die irgendwie... dass die jetzt hier ist ein bisschen blöd. Aber hier ist eine Menge. Ich habe die Türme jetzt nicht speziell eingestellt. Dass die auf große oder kleine gehen würden. Hier ist vergleichsweise wenig, ne? Oh, komme ich da hoch? Ich glaube. Ja, kriegen wir das hin hier, ja, ne? Das passt. Spätestens da werden die aufgehalten, die, als ob die hier durchkämen. Die Titanen können hier oben ein bisschen mithelfen. Hier ist sicher. Ja, das passt schon. Das wird schon gehen. Hier sollte auch nicht mehr so wahnsinnig viel passieren. Dürfen wir alle mal auf den Stärksten zuerst. Hätte ich wahrscheinlich eh mit allen machen sollen hier. Da auf den Starken, da auf den Starken. Starken. Ich habe sogar einen Thanatos, den habe ich aus dem Einzelhandel hier, nicht vom Jahrmarkt, wie heißt denn das? Ihr wisst schon. Aus der Kaserne, genau. Richtig. Hier kommt jetzt nichts mehr durch, das passt. Das passt. Hier sind tatsächlich nur die großen, schweren Viecher am Anfang problematisch gewesen. Ich kann sogar eine Mauer noch aufbauen hier. Toll. Ey. Na, das ist, glaube ich, die knappeste Stelle hier. Das ist, glaube ich, das Knappeste, was aktuell hier passiert. So, passt. Ja, läuft, ne? Kommen wir nach unten. Wo sind die Tanner, die Titanchen? Das war jetzt gar nicht mal so schwer. Das war okay. Ob ich es auf 100% geschafft hätte, ich habe keine Ahnung. Das weiß ich. Gut, klar, die Mauern hier, das hätte das alles noch geschafft, klar. Ich hätte inneren Krams hier abreißen müssen, um mehr für die äußeren Mauern zu bauen. Dann, das hätte ich auch hier machen können, ne? Hier sind so viele Mauern.
Hier ist so viel Kram. Hier sind die sind an der äußeren Mauer zerschellt, ne? Das hier hat, die ganzen Türme haben nur Kosten gefressen und die Mauern haben Platz eingenommen. Von daher, das hätte man durchaus anders machen können. Und das ist der letzte Überlebende. Das nenne ich Einsatz. Ach, da ist auch noch jemand. Ich kann ja nicht mal nach draußen. Das nenne ich Einsatz. So, hier rennt er mal hin. Ja, oh nein, er hat ein Stück Mauer zerstört. Wie furchtbar. Und die HP ist eingekesselt. Haha. Wow. Ey. Endlich. Das hat viele, viele Stunden gedauert jetzt hier. Das immer wieder neu zu spielen. Wow. Und Punkteverteilung ist sowieso schlecht, wegen 5 Versuchen. Von daher, so ist es halt. Unsere Herrscher Quintus Crane verlangt eure Erscheinen im Thronsaal. Mal wieder. Well done, my general. You have fulfilled your mission. For the first time in more than 2 centuries, humankind has control over their own destiny. From this day forward, this date will carry your name, and your accomplishments will be honored and celebrated throughout the Empire. They are billions, yes, but we humans, we are the future. And this is just the beginning. I have big plans for you, my general. The reconquest has just begun. And the Empire has already set its sights on new territories. But rest for now and regain your strength. As soon, the Empire will once again call upon its hero. Okay, also für die Endsequenz hätte man es jetzt nicht extra durchspielen brauchen. Sagen wir es mal so. Aber gut, ich habe nichts anderes erwartet. Okay. Na, wie sieht's denn aus hier? Beendete Mission 48, 100%. Ich hätte gedacht, es wären 50. Eigentlich hätten sie mal eben noch 50 draus machen können. Aber gut. Gesamtpunktestand 12.640 ist nicht so unfassbar viel. Kolonien. Errichtete Kolonien 23. Gesamtbevölkerung 54.000. Okay. Ja, das ist schon eine Menschheit, ne? Das ist schon okay. Tote Kolonisten, infizierte Kolonisten, die sind, Moment, ein paar sind gestorben, ohne infiziert worden zu sein. 13 Stück, okay, wie haben sie das, sind die, habe ich sie selbst abgeschossen oder was? Moment, wie hat denn das funktioniert? Ich weiß es nicht. Alle Einheiten, 3.677, ach so, habe ich tatsächlich 2.200 Scharfschützen gemacht. Das wirkt aber nicht viel jetzt, ne, das wirkt echt nicht viel. Huh. Nur 9 Mutanten, 37 Titanen, okay. Alle getöteten Infizierten 377.640. Das ist okay. Das ist okay. Das heißt, wir haben 100% alles hier durchgemacht. 100% alle Missionen. Da kommen jetzt wahrscheinlich Credits. Ich vermute, man kann noch auf die Übersichtskarte und eine Mission nochmal machen. Mit anderen Schwierigkeitsgraden. Mache ich aber jetzt nicht. Ansonsten hätte man für die letzte Mission halt keine Erfahrungspunkte, keine Forschungspunkte und sowas kriegen brauchen, ne? Heißt er tatsächlich Jesus? Jesus? Schön. Nettes Spiel, ne? Interessantes Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie 100 plus Folgen werden hier. Überhaupt nicht. Aber hat Spaß gemacht. Wobei es halt zum Ende jetzt hier, ich meine, ich habe das Spiel jetzt über 100 Stunden gespielt. Es hat irgendwann halt, hat es nicht mit diesem neuen frischen Faktor, ne? Aber ist doch interessant, was man alles aus einem relativ simplen Spielprinzip alles rausholen kann. Im Sinne von quasi Tower Defense, aber sie kommen halt von allen Seiten. Ne, man hat es ja gesehen. Und um deine Türme oder deine Verteidigung aufrechtzuerhalten, musst du halt dir das erwirtschaften, halt die laufenden Kosten. Ne, von daher ist durchaus ganz interessant. Deswegen würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier für den Moment. Das waren tatsächlich nicht viele Leute, die daran rumgefummelt haben, ne? Tatsächlich nicht so wahnsinnig viele. Genau. Da sind noch die ganzen Kickstarter-Leute, glaube ich. Ich glaube, das war Kickstarter, ein Projekt.
doch ein nettes Spiel. Also auf jeden Fall erfolgreicher, erfolgreiches Indie-Game. Und schöne Sache. Ich finde es immer schön, wenn solche Ideen auch umgesetzt werden und halt auch, wenn vielleicht überraschende Ideen kommen oder Ideen, wo man so vorher sich dachte, ich bin mir nicht sicher, ne? Wo dann irgendwelche AAA-Publisher und Entwickler sich vielleicht nicht trauen, sowas zu machen. Aber kleinere Studios dann das auf sich nehmen und sagen, okay, wir hätten das gerne, wir machen das jetzt. Und dann kommt halt sowas bei raus. Ne? Das wirkte sehr poliert, wirkte sehr ordentlich. Und das gibt immer Hoffnung darauf, dass immer mal aus dem Hinterhalt irgendwo irgendein Entwicklerteam kommt und was anbieten kann, was man bisher halt noch nicht in der Form gespielt hat, und dann erfreut man sich darüber einfach. Dass halt ein neuer, frischer Wind in solche Sachen, in solche Genres kommt. Gerade das Strategiegenre ist doch eher begrenzt gewesen, ist doch eher sehr wenig los gewesen. Ich meine, klar, es ist kein Command & Conquer vom Konzept her, aber so dieses Konzept, sich eine Wirtschaft aufzubauen mit Ressourcen und begrenztem Platz zu hantieren, das ist schon, das gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Und tja, hat das hier auf nicht zu komplexe, aber doch angenehm komplexe Weise gemacht. Na, deswegen, schönes Spiel, gefällt mir sehr gut, The Abrillions, und ich kann es empfehlen. Also falls ihr bis hierhin geschaut habt, dann habt ihr wahrscheinlich schon genug gesehen davon, um zu wissen, ob ihr das haben wollt, aber ich fand's gut, es hat Spaß gemacht, ich hab's nicht bereut. Von daher, danke fürs Zuschauen, danke fürs, fürs Zuschauen halt, und bis zum nächsten Mal, was auch immer ihr schauen wollt. Gibt noch ganz viele andere Let's Plays und Videos auf dem Kanal hier, es sind mittlerweile viele, viele tausend Videos, Let's Play Videos. Und da könnte vielleicht was für euch dabei sein. Ist alles geordnet in Playlists. Das heißt, falls ihr ein Spiel euch rauspickt, könnt ihr das in einem Rutsch durchgucken. Und falls euch dann noch langweilig sein sollte, dann guckt einfach auf Twitch vorbei. twitch.tv/rahmschnitzel. Da gibt es dann fast jeden Tag auch noch Livestreams zu verschiedensten Spielen. Aller Variante, Farbe und Couleur sogar. Und der Counter ging die letzten Wochen oder eigentlich seit Release halt immer weiter hoch. Es sind schon 202 Milliarden Zombies zerlegt worden. Also es sind halt wirklich Milliarden gewesen. Ne, wie der Titel auch sagt. Und ich habe da fast 600.000 dran beseitigt. Na, von daher, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei was auch immer. Und adieu und tschüss.